So, und willkommen zurück zu Let's Play Secret of Evermore. Und wir sind bei dieser abgebrochenen Brücke und ich glaube im letzten Teil bin ich schon drüber gesprungen, oder? Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt Wally und können locker hier rüber springen. Jetzt sehen wir mal den starken. Der starke Hund, den starken. Deutsch, Deutsch. Komm her. So. Wenn wir jetzt da hochgehen, aber wir kommen jetzt wieder nicht weiter mit dem Hund. Genau. Jetzt kommen wir zusammen hier rüber. So. Jetzt werden wir gleich ein bisschen mehr von der Geschichte erfahren. Seid gespannt. Zack. Dort. 420, gar nicht okay. Du, 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 du. Hey. Ah, Mist. Der Hund, der klaut mir alles. Hast du was gefunden? Zeig mal. Wo? Jetzt suchen. Wow, was ist das denn? Okay. Mal dann lang. Wow! Okay. Bist du in Ordnung? Du bist so grün im Gesicht. Ich bin ganz okay. Langsam gewöhne ich mich an das Herumfliegen und Herumfallen. Wer bist du, Fremder? Woher kommst du? Tja, ich. Du bist ganz sicher nicht aus Grotzkrümmel. Dafür siehst du viel zu intelligent aus. Und aus alle Lachema bist du auch nicht. Keine Toga, keine Sandalen. Also, ich komme aus. Sprich nicht weiter, lass mich raten. Du kommst aus Großostheim. Super, obergenial. Ich bin Phantom und das ist Wally. Schön, ich heiße Hector, Lektor, und komme auch aus Großostheim. Es war nur eine Frage der Zeit, bis hier ein weiterer Großostheimer ankommen würde. Diese antike Welt ist eigentlich nur ein Produkt meiner Fantasie. Ich war der Leiter des Naturhistorischen Museums in Großostheim. Mein Spezialgebiet waren frühere Zivilisationen, so... Und du hast an einem Experiment teilgenommen, das irgendwie schief ging? Das stimmt. Woher weißt du das? Feuerauge, Zora Zotteltopf hat mir davon erzählt. Sie lebt in einer Steinzeitwelt. Ja, Zora, Professor Seltsams Enkelin. Und dann war da noch jemand auf der Party, Frau von Fettamsel, die Bibliothekarin. Tut mir leid, manchmal habe ich Zungenbrecher darin, wenn man das alles so liest. Ein ganzer Satz mit Grotzkrüppel, bla bla bla. Da kriegt man einen Zungenbrecher rein. Das Ganze war ein Komplott mit uns als Opfer. Aber wer steckt dahinter? Keine Ahnung, aber das finden wir heraus, wenn wir diese Juwelenaugen finden. Jemand hat mir erzählt, dass sie sehr mächtig seien. Dann scheint der neue Herrscher an den Juwelenaugen interessiert zu sein. Die Juwelen sind nämlich tatsächlich sehr mächtig. Und als der neue Herrscher vor kurzem alle Lachema eroberte, war sein Ziel klar. Er ist sehr mysteriös und machthungrig. Keiner meiner Bekannten hat ihn jemals gesehen. Er scheint nichts Gutes im Schilde zu führen. Was sollen wir tun? Wahrscheinlich lässt der Herrscher noch andere Leute nach den Juwelenaugen suchen. Du sollst die beiden Augen schnell finden und dann sofort zu mir bringen. Ich werde darauf achten, dass sie nicht in falsche Hände geraten. Eines ist im Kolossea-Tempel im Norden und das andere in der Pyramide im Süden.
Beide Orte werden durch tiefe Gräben vor Eindringlichen geschützt. Mit der Zauberbrückenformel kannst du diese Gräben leicht überqueren. Mein Freund Moronius kann dir diese Formel beibringen. Ultra cool. Ich frage, ups, das war zu schnell. Yo! Du scheinst tatsächlich schon viel erlebt zu haben. Ich bin Moronius, der Alchemist Hector. Alchemist. Oh. Hector war mein Studienkollege. Der neue Herrscher von Alelachema hat keinen Respekt vor den Schätzen dieser Welt. Deswegen haben wir Schutzgräben vor der Pyramide und dem Tempel errichtet. Mit der Zauberbrücke-Formel kannst du diese Gräben überqueren. Okay. Cool. Dann verkauft er bestimmt auch Sachen. Wir zählen auf dich. Möchtest du... Juhu. Wurzel. Können wir endlich mal links was trainieren. Schwefel. Boah, ist das teuer. Essig. Werden wir wahrscheinlich gebrauchen. Kaufen wir einfach mal 30 Mal. Essig auch. So. Mein Bruder ist auch Alchemist. Er versteckt sich im Kolossia-Tempel. Untersuche jede Mauer und du wirst ihn sicher finden. Okay. Wenn das 16 Mal, 14 Mal, 14 Mal. Zauberbrücke 33 Mal. Hitzeblitz 35. Hundeleben. Können wir jetzt. Krafthauch. Das möchte ich jetzt eigentlich trainieren. Das wird jetzt öfters benutzt. Zum Beispiel jetzt gleich. Mal gucken. Gerade 4. Zack. So. Was ist das? Hallo Junge, du siehst müde aus. Möchtest du für die 20... Ich bin hellwach. Nein. Was hast du jetzt gefunden? Ah, Schwefel. So, gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Rein theoretisch müsste oben ein Tempel sein und unten. Oder gehen wir zuerst... Da geht's nicht raus. Gehen wir zuerst runter. Oder so. Bin verwirrt. Wo geht's hier raus? Hilfe! Hier irgendwas gefunden. Ich finde nichts. Okay, egal. Hier raus. Knochenteile. Geht's hier raus? Ja, hier geht's raus. Lass mal, ich mach das. Alter, hast mich geschlagen. Wurzel. Aua. Einmal wieder Spam. Ups. Ich müsste gar nicht auf beide machen. Das hat mich machen können. Das hätte gereicht. Egal. Da kommt dann die... Huh. Oh mein Gott. Ich lauf einfach. Ich lauf einfach rüber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn da los? Also jetzt gehen wir hoch. Nee, runter. Runter wollten wir. Ah. Ist egal, wie wir gegangen wären, wir wären da gelandet, oder? Bei dem, um Brückenzauber zu erlangen. Aha, ja, so ist es. Oh, ich mag genug Nektar. Nektar ist die letzte.
Heißt also, wenn wir jetzt da links entlang gehen und den Brückenzauber anwenden, sollten wir eigentlich rüberkommen. Wally. Nicht? Ach man, Wally, ich will doch auch mein Schwert auf 3 bekommen. So. Okay. Schon mal rein, Wally. Ich habe es einfach nur so gemacht. Wie nehmen wir? Bräuchten wir ein anderes Tor, ne? Ach Gott, ist das ein komplizierter Scheiß jetzt. Der Wechsel. Gehen wir mal da rein. Ah, Gegner. Zweimal daneben. Geil. Richtig nice. Ich bin echt kompliziert. Ich habe das Gefühl, die Pyramide wird kompliziert. Da geht's nicht weiter. Oh, nein, nee. Habe ich jetzt gar keine Lust. Komplizierte. Einmal außen rumrennen, dann müsste es passen. Hey. Problem. Ah, ah, ah. Oh mein Gott. Ah. Oh. Hilfe. Wah. Noch mehr Gegner. Auch daneben. Mann, richtig dumm. Soll ich schon wieder warten? Ja. Ich Level 3 bin der Major, ja, alles kaputt. Mein Schwert meine ich. Warum treffe ich den nicht, ey? So. Einmal. Okay. Okay. Zack. Drachen töten. Level 3. So Leute, hier beende ich diesen Part jetzt mal. Hey, komm mal her. Ich will den testen. Wenn euch dieser Part gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.